Und hallihallo Leute, mein Name ist Gutgo und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Wir haben letztes Mal für Mario noch einen Orden erhalten, wir gehen uns jetzt erstmal für Luigi einen besorgen. Und zwar hier im Kleidershop in der Bohnenstadt. Oh, und es hat kurz gelaggt, tut mir leid, keine Ahnung warum. So, wir reden diesen Kerl an. Kaufen und modische Orden. Da gibt's einmal den Schlossorden. Moment, wir wechseln mit R auf Luigi, dann können wir sehen unten, wie die Werte verbessert werden. Und mit dem Landrator erhöhen sich die Brüderpunkte und der Angriff. Den kaufen wir uns auch. Und für Luigi. Okay, perfekt. Damit haben beide Brüder einen Orden. Gucken wir noch, was die bei Kleidung haben. Die Lachhose, die verbessert auch die AP und die Verteidigung bei beiden. Deshalb kaufen wir die zweimal und ziehen die beiden an. Obwohl, schauen wir, die blaue Jeans bei Luigi erhöht sogar noch besser. Also kaufen wir diese für Luigi und ziehen sie ihm an. So, prima. Wir haben sie also gut ausgerüstet dieses Mal. Jetzt begeben wir uns nach Südwesten, denn wir sollen in den Chateauwald oder wie der heißt und den Witzwein finden, um Königin Marmella zu heilen. Also begeben wir uns nach Südwesten, wie es uns gesagt worden ist, zuerst nach unten und dann nach links. Hier ist ein neuer Gegner, den bekämpfen wir doch gleich. Auf geht's! Das sind die Bohnen, die wir bereits kennen, die Beanies oder wie die heißen, doch diese hier heißt Parabini. Doch wenn wir einen Sprung benutzen, zerfallen die Flügel und sie werden zu normalen Beanies. Aua, doch wenn sie fliegen können, sind sie ein wenig schwerer zu kontern. Deshalb greifen wir diesen auch noch zuerst an. Und bei dem sind merkwürdigerweise die Flügel nicht abgefallen. Warum denn das? Noch einmal und er ist schon besiegt. So, jetzt noch einen, nein, nicht Hammer. Noch einen Sprung auf diesen und er ist besiegt. Das ist auch schon alles von den Parabinis. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. So, wir begeben uns weiter nach links. Und zwar, oh, dazu müssen wir aber erstmal hier nach oben gelangen. Also springen wir hier hinauf und über die Brücke nach links. So, von hier aus, da ist noch ein Parabini, doch der ist uns egal. Von hier aus begeben wir uns mit einem Wirbelsprung nach oben. Oh, das war leider, ich bin kurz gestoppt, weil ich dachte, ich wäre falsch geflogen. Okay, noch einmal. Das ist auf jeden Fall richtig, also wir begeben uns wieder hoch zur Brücke. Schnell, schnell, benutzen den Wirbelsprung. Und zwar hier entlang. So, dann regen wir diese Herren an. Der Grinsewald ist Naturschutzgebiet. Zutritt ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. Wir zeigen ihnen den Broscheorden, oder wie der heißt. Die Bohnenbrosche, genau. Oh, die Bohnenbrosche. Nur Ehrengäste von Schloss Bonia erhalten diesen Schatz. Gut, dann dürft ihr den Wald betreten. Dank der Bohnenbrosche dürfen wir also den Wald betreten. Unser Witzwein ist von exquisiter Qualität und rundem Geschmack. Genießt ihn in vollen Zügen. Yay, also begeben wir uns in den Wald hinein. Auf geht's. Noch ein Parabini. Einen Kampf zeige ich euch noch mit ihm. Oh, er hat Luigi getroffen. Verdammt, dadurch ist Luigi gelähmt. Das ist überhaupt nicht schön. Wir greifen erstmal den hier an. Und er verliert seine Flügel. Sehr gut. Wow. Okay, was ich nicht wusste, die können auch kurz landen und angreifen. Und das ziemlich schnell. Das habt ihr gerade gesehen. Doch, ich habe noch rechtzeitig gekontert. Haha. Gut, diesmal hat er auch seine Flügel verloren. Ich verstehe immer noch nicht, warum das vorher nicht der Fall war. Okay, dann greifen wir diesen beiden noch mit einem Sprung an und hätten sie auch schon besiegt. Yay! Okay, so. Nun begeben wir uns aber tief in den Wald hinein. Hier ist noch ein Stachy. Ich sage nur, Kampf! Und schon vorbei, das ging sehr schnell. Ich weiß, ich schneide die Kämpfe raus, deshalb könnt ihr das nicht sehen, aber das war gerade ein Sekundenkampf. Also, begeben wir uns tief in den Wald hinein. Hier ist ein Haus, das betreten wir. Speichern hier erstmal zur Sicherheit ab. Und ihr hört schon, die Musik hat sich geändert. So, lesen wir erstmal. Witzwein Geschichte Tafel 1. Witzwein wird aus der Lachbeere gekeltert, die im Grinsewald wächst. Okay, das nächste. Wie Witzwein entsteht Tafel 2. Man wirft die Lachbeere in ein gut mit Sirup gefülltes Fass. Okay. Wie Witzwein entsteht Tafel 3. Gibt man einen Witz hinzu, das ist deren ja ernst, produziert die lachende Lachbeere blubbernde Bläschen. Tafel 4. So erreichte Witzwein in jahrelanger Humorarbeit seine vollendete Reife. Und Vater des Witzweins und erster Schlossherr in Vino Veritas. Aha, okay. Wir begeben uns hier erstmal hinein. Und müssen hier jetzt einen Weg durch die an den Fässern vorbeifinden. Okay, wir begeben uns nach rechts, nach oben, nach links und sehen uns, wir sind erstmal hier. Okay, dann begeben wir uns hier nach oben, weiter nach rechts, wieder nach oben. Okay, dann sind wir hier.
Jetzt schauen wir nach. Können wir... Wir müssen hier rechts vorbei, glaube ich, oder? Wie war das nochmal? Hier nach links? Das war falsch. Okay, wir müssen nämlich hier nach unten, komplett nach links, dann nach oben. Und kommen hier hinaus. Hier waren wir noch nicht. So, hier weiter nach links und nach unten. Und das war falsch. Wir müssen nämlich hier rechts, dann geradeaus hoch, ganz oben am Rand links vorbei. Boah, das ist ein wenig kompliziert, ja, ich weiß. Hier nach unten und nach links, dann sind wir hier und gleich am Ausgang. Und, hallo? Und kommen hier hinaus. Und wie ihr seht, Mario merkt das noch nicht, ist nicht Luigi hinter uns, sondern ein komischer Kerl. Jetzt bemerkt es Mario, erschrickt sich, keine Ahnung, wer das sein soll. Und Luigi kommt raus. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Doch, es ist passiert. Wir benutzen auf jeden Fall hier einen hohen Sprung, um hier nach oben zu gelangen. Wow, nicht runterfallen, sonst dürfen wir es nochmal machen. Und weiter nach links. Uff, das war knapp. Claude, der Meisterdieb. Oh, so heißt er. Und mein Haar auf frischer Tat ertappt. Verdammt, was? Euch zeige ich's. Claude, der Meisterdieb. Hey, Azubi, mach schon. Azubi? Ja, Chef. Und what the hell, es ist Bowser. Hey, Azubi, dein Auftritt, der Rote, der Grüne da, mach sie fertig. Jawohl. Und sie versuchen mit ihm zu reden. Der Rote und der Grüne, die zwei kenne ich doch von irgendwoher. Was, Azubi, du kennst die zwei? Irgendwie freue ich mich total, die Nasen hier zu sehen, aber dann diese ekligen Rotzbremsen. Quatsch, keine Opern. Ihr seid doch hinter der legendären Kuh W-Extrem her, genau wie ich. Wow, wie der ausrastet. Seht mal sein Gesicht an. Ihr dürft mir nicht zuvorkommen. So wahr ich der berühmte Meisterdieb Claude bin. Ich finde die Kubi extrem vor euch. Azubi, auf sie! Und wir müssen tatsächlich einen Kampf gegen Bowser machen. Wie es mir scheint, hat Bowser sein Gedächtnis verloren. Das würde ich jetzt mal behaupten, ne? Auf jeden Fall ist das eine Art Spaß-Boss-Kampf. Wir greifen auf jeden Fall Bowser Azubi zuerst an. Obwohl, ich kann es euch auch verraten, man muss Bowser Azubi besiegen, denn Claude können wir nicht besiegen. Oh, Bowser wirft Hämmer, die man selbst mit seinen eigenen Hämmern abwehren muss. Dann benutzen wir einen Hobbs-Brüder. Und BAM! Nochmal 22 Schaden, das ist schön. So, Claude wären wir... Oh nein, Claude klaut uns ein Item und zwar einen Pilz, verflucht. Hurra, ein Schatz! Das war, weil ich zu früh mit den Hämmern losgeschwungen habe, ist in die Köpfe runtergefallen und ich konnte nicht mehr kontern. Oh no! Okay, Bowser wirft weiterhin Hämmer, die wir einfach abwehren können. Wenn ich es schaffen würde, okay, sehr gut. Nochmal einen Hobbs-Brüder auf Bowser. Und bam, okay. So, was passiert jetzt? Er wirft den Pilz und heilt Bowser, den er uns gestohlen hat. Dieser verfluchte Meisterdieb. Wenn er überhaupt in Wirklichkeit der Meisterdieb ist, das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht behauptet er das nur. Bowser überlegt irgendwie. Wenn ich diese Bärte nur sehe, dann kommt es mir ganz heiß aus dem Magen. Und wow, er spuckt Feuer. Hä? Was war das? Gut gemacht, Azubi. Weiter so. Bowser wusste gar nicht mehr, dass er Feuer spucken kann. Das hat er irgendwie durch die Wut auf uns gelernt. Verdammt. Okay. Wir geben aber nicht so schnell auf und greifen ihn wie die Wahnsinnigen an. Denk nicht, ich käme nicht wieder. Und Bowser ist besiegt. Yay. Azubi. Und Claude versucht uns nochmal anzugreifen, schafft es. Das merke ich mir. Und flieht aber vor dem Kampf. Das ist jetzt, was ich meinte. Man muss Bowser besiegen, denn Claude kann man so nicht besiegen. Den muss man immer fliehen lassen. Azubi, was soll das? Ist das der Dank dafür, dass ich dich aufgenommen habe, als du in den Bergen auf der Suche nach deinem Gedächtnis warst? Er hat tatsächlich sein Gedächtnis verloren. Entschuldigung. Naja, es ist jetzt auch egal. Wir müssen nur die Kubi extrem in die Finger kriegen. Kümmern wir uns nicht weiter um diese Typen. Azubi, los, Abmarsch. Und sie fliehen. Verdammt, also hat Bowser tatsächlich sein Gedächtnis verloren. Das ist nicht schön. Wir begeben uns erstmal hier weiter und hier ist ein Speicherblock. Sehr schön, speichern wir erneut. So, und gehen erstmal hier weiter nach oben. Hier gibt es nicht viel, wie es aussieht. Wir begeben uns einfach weiter nach Osten. Okay, hier gibt es einen roten Kelch. Interessant. Und hier gelangen wir aber nirgendwo weiter. Okay, damit sind wir hier erstmal falsch. Wir geben uns hier weiter nach links. Schauen nach, ob es hier in diesem Raum vielleicht noch etwas gibt. Nein, merkwürdig. Hier muss es doch bestimmt etwas geben.
Hier ist ein Fass, das rollen wir und... Zwei Herren kommen hier heraus. Wie? Was? Ich bin gerettet? Gestatten. Graf Bohn der Ältere, der hiesige Hausherr. Und ich bin sein Bruder, Graf Bohn der Jüngere. Zwei seltsame Gestalten hatten uns in dieses Fass gezwängt. Ihr habt uns gerettet, oder? Oh, das waren wahrscheinlich Bowser und Claude. Hoho, fassen wir also zusammen. Die Übeltäter sind hinter der Kuwe Extrem her, die tief im Wald versteckt ist. Und ihr wollt also auch die Kuwe Extrem finden, ne? Aber niemand weiß, ob dieser legendäre Witz 2 wirklich existiert. Selbst wir. Wir haben die Kuwe Extrem noch nie getrunken oder auch nur gesehen. Oh, das hört sich nicht schön an. Das Innere des Grinswaldes ist ein heiliges Sanktuarium. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Was? Wir können weit springen. Ihr springt auf eure Gegner? Bam! Ihr zerschlagt Felsen mit dem Hammer, um den Weg durch den Wald zu erschließen? Nun, wir beide kennen die Tücken des tiefen Waldes, aber ich habe hier gezweifelt, ob eure Kompetenzen wirklich genügen. Oh. Aber Brüderchen, vielleicht mit ihren Hämmern. Was? Ehrlich gesagt, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Einen Moment, bitte. Ja, wir laufen den einfach mal hinterher, schauen, was sie für eine Idee haben. Also, wir mussten uns eben kurz besprechen. Da ihr uns gerettet habt, bringen wir euch zum Dank 2 Hammeraktionen bei. Was? Diese Hammeraktionen werden seit je in unserem Chateau von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn ihr sie beherrscht, werden sie euch im Wald wahrscheinlich von großem Nutzen sein. Yay! Wollt ihr neue Hammeraktionen lernen? Ja, klar! Nun, Grüner, zeig mir deinen Hammer. Verstehe, mit diesem Hammer drücke zunächst L, um den Hammer auszuwählen. Okay, das kennen wir bereits, aber mit L wählt man den Hammer für den Hinteren aus. Hä? Aktion mit B? Wow! Diese Hammeraktion stammt aus einer geheimen Überlieferung. Schwing den Hammer hoch und verinnerlichere die Kraft des Waldes, dann schlage geschmeidig zu. Durch diese Prozedur wird man zum Zwerg und passt durch jedes Mauseloch. Interessant. In dieser Größe erlebt man so manches kleine Abenteuer. Ein weiterer Hammerschlag macht das Schrumpfen rückgängig. Okay. Probier es mal aus. Okay, wir wählen den Hammer aus und schlagen auf Mario ein. Und Mario ist klein. Oho, schon beim ersten Mal beherrscht er die Waldenergie und den geschmeidigen Schlag. Nun gut, Schlag, nicht Schlag. Und jetzt die Rückverwandlung. Und? Exzellent, du bist ein Naturtalent. Gut, und jetzt zeig du mir deinen Hammer, mein roter Freund. Okay. Tausch mit Start die Positionen. Drücke zunächst L, um den Hammer auszuwählen. Okay, das ist mir klar. Was passiert jetzt mit Luigi? Frage ich mich nur. Aktion mit B. Warte, wo ist der hin? Dies ist die eigentliche Hammeraktion. Nutze die Energie der Erde und schlage flink wie der Wind. Wird man von diesem Hammer getroffen, so sinkt man bis zum Haupt in die Erde ein. Natürlich kann man sich wie gewohnt mit Hilfe des Steuerkreuzes bewegen. So kannst du Zäune unterwandern, die Marvels Perspektive erlaubt vielerlei Abenteuer im Tiefgang. Drücke einfach A, um wieder aufzutauchen. Interessant. Probier's mal aus. Okay, wir tauschen die Position, wählen den Hammer aus und ramme Luigi in den Boden rein. Oh, und nur noch die Mütze guckt hinaus. Ja, das ist die Energie der Erde. Der Schlag so flink wie der Wind. Perfekt, perfekt. Und nun drücke A, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Fantastisch. Nun kommen wir zur Praxis, zum Einsatz der Hammeraktion. Verwende die gelernten Aktionen, um aus den Zimmern rechts 2 Kelche zu holen. Diese beiden Kristallgläser stellen kostbare Schätze dar. Es sind die Wunder von Bonia. Ihr Glanz passt zu euch beiden, da ihr die Hammeraktion so brillant beherrscht. Wohlan, werte Herren, finde die 2 Kelche. Okay. Das heißt, wir begeben uns nach Osten in diesen Raum wieder hinein und hier müssen wir erstmal Mario klein schlagen. Seht an, er ist klein. Die Sprünge hören sich sogar mit einem höheren Ton an. Wir begeben uns hinein und wenn wir mit Mario klein sind und uns durch sein Loch zwängst, sind wir alleine. Luigi muss draußen warten. Und wir halten den roten Kelch. Sein Glanz blendet dich. Okay, sehr schön. So, wieder vereint machen wir Mario wieder groß. Tauschen die Plätze und rammen Luigi in den Boden hinein. Dadurch kann er durch den Zaun durch. Nur Mario muss jetzt diesmal zurückbleiben. Und holen uns. Hä? Hier müssen wir noch mit Luigi mit dem Hammer gegen den Schalter schlagen. Dadurch öffnet sich dieser Zaun. Aha. Nun holen wir Mario noch ab. Tauschen die Position und machen einen hohen Sprung, um den grünen Kelch zu bekommen. Du hältst den grünen Kelch. Sein Funkeln blendet dich. Okay, diese Kelche bringen wir nun den werten Herren zurück. Mal schauen, was wir dafür bekommen. Oh, der rote Kelch und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulös.
Da ihr die Hammeraktion jetzt perfekt beherrscht, können wir euch nichts mehr beibringen. Wohlan, ihr werten Herren, betretet den Wald und findet die legendäre KW Extrem. Nun Leute, durch die neuen Hammeraktion haben wir auch neue Brothers-Attacken erlernt. Yay! Doch die sehen wir beim nächsten Mal. Ich speichere hier ab, da die Zeit schon vorbei ist. Und sage, mein Name ist Gutgo. Das war's für heute mit Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Bis zum nächsten Mal und bye bye.